Buenas tardes, meine Lieben. Das ist das, was man sagt um diese Uhrzeit, zumindest hier bei uns auf der Insel. Und das ist Spanisch, denn wir sind ja in Spanien, auf Mallorca, genauer gesagt in Can Picafort. Und das heißt nichts anderes als schönen guten Nachmittag. Ja, meine Lieben, ich konnte niemanden bewegen, heute zu mir zu kommen, mich zu begleiten. Das ist aber überhaupt gar kein Problem. Ich kann euch trotzdem das ein oder andere erzählen. Ja, zu erzählen gibt es halt nicht viel. Unser Dorf ist ungefähr so 30% voll. Wir haben 30% Gäste von den Kapazitäten, die wir normalerweise beherbergen könnten. Und ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal wieder ganz herzlich bedanken, dass wir die Möglichkeit haben, dass unser Dachtag hier vom Hotel Ventimar, vom Dach, gesendet werden kann, aufgezeichnet werden kann. Das ist übrigens das einzige Jahr, das möchte ich an dieser Stelle mal erwähnen. Ich habe euch ja schon das ein oder andere Mal erzählt, dass dieses Hotel unter Vertrag steht bei Froschreisen. Froschreisen ist so eine, ja, so eine Abenteueragentur, wo man, das ist Sport, wo man Sport machen kann und Ausflüge, das kann man alles hat man dann alles inklusive. Und in diesem Jahr hat Frosch keine Verträge mit dem Ventimar. Das heißt, in diesem Jahr könnt ihr über Booking.com, so ihr wollt, dieses Hotel buchen, das Ventimar. Und es gibt sogar, wer das privat möchte, kann das auch tun. Es gibt auch eine Telefonnummer, eine private Telefonnummer, nämlich die vom Eugenio selber, die ich habe. Und auf Wunsch gebe ich euch gerne diese Telefonnummer weiter, aber nicht öffentlich, als PN natürlich. Also wenn ihr mal Interesse habt, wenn ihr kurz entschlossen kommen wollt, hierher kommen wollt, es sind noch Zimmer frei, man kann das auf die Schnelle mal buchen, hier mit diesem fantastischen Blick direkt raus aufs Meer. Und wenn ihr das privat machen möchtet, dann könnt ihr das machen mit einer Telefonnummer, die ich euch gerne als PN zur Verfügung stelle. So, das zum Thema Ventimar. Also wie gesagt, ich bin immer sehr dankbar, dass wir hierher dürfen, dass wir hier oben unseren Dachtag zelebrieren können. Ich habe hier einen Zettel, da habe ich mir was aufgeschrieben, da kommen wir gleich zu. Zuvor möchte ich euch ein paar Bilder zeigen. Ich hatte gestern in Pollença zu tun, ich war unterwegs und ich hatte zwar keine Zeit anzuhalten, aber in Pollença geht immer der Wind und in der großen Bucht von Pollença, da gibt es jetzt zwei oder drei Kitesurf-Schulen, also Surfen mit diesen Drachen. Und das war ein fantastisches Bild. Ich hatte keine Zeit anzuhalten, aber ich habe die Kamera aus dem Fenster gehalten und einmal die ganze Bucht so abgefahren und euch das mitgebracht. Die Bilder habe ich für euch und die möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Bitteschön.
So, meine Lieben, ja, da bin ich wieder. Ja, tolle Bilder, ne? Sieht toll aus, oder? Ich finde diese so faszinierend mit den bunten Drachen da am Himmel. Ich war schon immer ein Drachenkind. Ich habe auch als Kind früher so Drachen steigen lassen und so. Schon cool. Ja, meine Lieben, gekommen ist keiner. Nichtsdestotrotz habe ich gestern Bescheid gesagt, dass heute Dachtag ist. Und ich habe einige Anmerkungen bekommen von unseren lieben Membern, unter anderem von Daniel, dass sie jemanden grüßen möchten. Und das will ich mal jetzt an dieser Stelle machen. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich muss kurz mal das Spekuliereisen auflegen. So, also, meine Lieben, es ist ziemlich windig hier, darum immer ein bisschen aufpassen. Unser lieber Daniel Cespedes, unser Co-Administrator, grüßt alle ganz herzlichst an dieser Stelle. Heute nicht persönlich, aber durch mich auf dem Dachtag. Dann unser Nüsslein hat sich gemeldet, grüßt ganz herzlich Werner und sich selbst. Und wahrscheinlich natürlich alle von We Love Campiger Ford. Sabine Fahrenkrug sagt ein herzliches Grüßle an alle WLCP-Member. Ebenso Helene Ladi, Grüße nach Österreich. Ich gebe mir die Kugel, und zwar die von Herrn Mozart. Angelika Blessing sagt und viele liebe Grüße an die tolle Gemeinschaft. Natürlich, hiermit erledigt. Uschi, Ursula Göbel. Uschi sagt viele liebe Grüße an die Gemeinschaft. An dieser Stelle auch das erledigt. Dieter Tinnefeld meint, ich bin nun leider wieder zu Hause, aber liebe Grüße an alle und vor allen Dingen die, die noch da sind. Ganz schönen Urlaub wünscht er. Dankeschön, Dieter, nett gesagt. Ja, Andy J. ist auch wieder weg, der hat uns verlassen. Er meinte, er hätte bestimmt irgendwas vorbereitet. Hast du nicht? Hab ich. Ich habe was vorbereitet. Andy, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Und heute Morgen haben uns Rolli und Babsi verlassen. Auch ganz liebe Grüße von denen. Ich möchte sagen, das war ein sehr netter Abschlussabend, den wir da hatten bei Oma und Opa. Dankeschön für die Einladung. Das war sehr schön. Ja, meine Lieben, das waren die Grüße. Hiermit erledigt. Ich mache das ja, wenn man mir sagt, was ich zu tun habe. Das ist ja nicht so, dass ich das dann nicht mache. Ich mache das schon. Jetzt habe ich vom Sabbeln schon wieder einen trockenen Hals. Ich habe mir von Püppchen Baileys gebracht. Nein, das ist natürlich Eiskaffee, ich trinke ja keinen Alkohol. War ja letztes Mal auch, sie hatte letztes Mal auch, das war auch kein Baileys. Das war auch ein Eiskaffee. Eiskaffee ist bei uns einfach ein Kaffee con Leche und dann kommen da drei Eiswürfel rein und dann wird das so kalt getrunken. Also Orina, ja, das T-Shirt, Andi nochmal an dieser Stelle. Dachtag, unterhaltsam, hoffe ich jedenfalls, dass ich euch ein klein bisschen Spaß immer nach Hause bringe. Ja, was gibt es zu erzählen? Wir hatten jetzt 3 Tage nicht so ganz so schönes Wetter. Wir hatten auch eine ziemlich steife Brise, die kam aus Richtung Osten, Nordosten. Und es war Badeverbot. Ich habe die immer ordentlich flöten gehört, wenn ich in der Nähe vom Strand war. War auch immer rote Fahne geflaggt. Und heute ist wieder schön. Ne, heute ist fast wolkenfrei. Es gibt so ein paar Sommerwölkchen hier und da. Da ist auch eine. Da sind auch welche über dem Levante-Gebirge. Aber jetzt ist Wetter wieder schön. Es ist auch sehr warm. Ich schwitze ein bisschen. Aber so weit, so gut. Alles im grünen Bereich. Ja, meine Lieben, ansonsten habe ich nicht viel zu melden. Unser Hafen ist fast fertig, da kommt jetzt aber demnächst auch noch ein Bericht. Ich hatte damals angefangen, hatte euch ja erzählt, dass die den Hafen umbauen. Wir kriegen eine Tankstelle, die haben vorne ein neues Ponton gebaut. Wahrscheinlich zum Ein- und Aussteigen für die Ausflugsschiffe. Wir haben ja die Delphi Negro, mit der man Ausflüge machen kann. Das wird sich demnächst zeigen, da werde ich mal eine kleine Reportage machen, da gehe ich mal hin und gucke mir das an. Bei Lidl übrigens haben sie das Fundament gerade gegossen, das kann ich auch berichten. Und wie das da weitergeht, gucke ich mir auch die Tage an. Ich gehe da mal hin und werde ein Video machen. Ja, meine Lieben, dann soll es das jetzt erstmal von meiner Seite gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Neuigkeiten nach Hause gebracht. Auf jeden Fall viele Grüße. Auch ohne, dass die Leute selber hier waren, machen wir natürlich. Jetzt kommt der Strandschwenk. Da wünsche ich euch viel Spaß bei, natürlich von hier oben. Und ja, das war's. Wir sehen uns, so ihr wollt, heute in 8 Tagen. Dann ist wieder Mittwoch und dann kommt der nächste Dachtag. Bis dahin alles Liebe, alles Gute, sonnige Grüße hier vom Dach aus Campiger Ford, vom Hotel Ventimar und ja, wenn nichts anderes ist, dann bis nächste Woche, bis Mittwoch. Tschüss meine Lieben, macht's gut. Schönen Nachmittag, schönen Abend, schöne Tage, schöne Woche. Bis dahin, tschüss.
We love Campica Fort, Campica Fort. We love Campica Fort. Weißer Strand und blaues Meer, so weit das Auge reicht. Campica Fort, du hast von Anfang an mein Herz erreicht. Frischer Wind weht durch mein Haar, wir werden Träume wahr. Am liebsten wär ich immer dort und geh nie wieder fort. We love Campica Fort, Campica Fort. We love Campica Fort. We love Campica Fort, Campica Fort. We love Campica Fort. Weißer Strand und blaues Meer, so weit das Auge reicht. Campica Fort, du hast von Anfang an mein Herz erreicht. Tapas, Wein und Sangria und Maria.